Hallo Kinder, wolltet ihr schon immer mal sehen, wie scheiße Videospiele früher aussahen? Ja? Gut, dann seid ihr hier genau richtig. Hier ist des Zockers Füllhorn. Wir alle kennen das Genre Ego-Shooter, wir alle lieben es. Die Gesellschaft verteufelt es. Und je mehr die Gesellschaft dieses Genre hasst, umso mehr lieben wir es. Insofern gibt es inzwischen viele moderne Klassiker. Ich glaube, ich brauche die Titel Half-Life, Unreal, Call of Duty etc. nicht extra hervorzuheben. Die dürften ja eben ein Begriff sein. Aber wo fing das Ganze denn an? Wie sah das denn früher aus? Darauf werfen wir jetzt einen Blick. Viel Spaß! Catacomb 3D. Das ist das Spiel, mit dem eigentlich alles begann. Erstellt mit einem frühen Wurf der Wolfenstein 3D-Engine, könnte man eigentlich sagen, dass es der erste Ego-Shooter aller Zeiten ist, mindestens aber das erste Spiel, das die Elemente, die einen Ego-Shooter noch immer ausmachen, als erstes vereinte. Als Magier steigt man hinab in finstere Katakomben, um allerhand Monstern in den Allerwertesten zu treten, geheime Gänge zu finden, Schlüssel und neue Zauber zu sammeln, um am Ende dem fiesen Magier Grelminar gegenüberzutreten. Doch bis es soweit ist, muss man neben der einfachen Aufgabe zu überleben vor allem den Weg durch zahlreiche Labyrinthe finden und neben der Orientierung auch die Nerven behalten. Neben einer hakeligen Steuerung glänzt Catacomb mit einem respektablen Schwierigkeitsgrad, einer üblen Soundkulisse und zuckersüßer EGA-Grafik. Aber man kann dem Spiel eigentlich keinen Vorwurf machen, oder? Naja, ich denke nicht wirklich. So viel es auch falsch macht, es hat ein Genre begründet, das uns heute lieb und teuer ist. Quasi ein Prototyp für alles, was noch kommen wird. Da verzeiht man die ein oder andere Kinderkrankheit gerne. Catacomb 3D würde ich nur noch Hardcore-Nostalgikern empfehlen. Die drei Nachfolger Abyss, Armageddon und Apocalypse sind da schon ein Stückchen besser. Ohne Fortsetzung auskommen musste Blake Stone. Es basiert auf einer verbesserten Version der Wolfenstein 3D-Engine. Allerdings bekommen hier nicht klassische Klischee-Nazis, sondern mutierte Alien-Zombie-Cyborgs ganz ordentlich eins aufs Maul. Blake Stone spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft. Man stürmt die Basis des hinterhältigen Dr. Goldfire und muss in jedem Stockwerk eine rote Keycard finden, um zum Fahrstuhl zu gelangen. Zwischendurch verwendet man ein großes Waffenarsenal, um sich den Weg frei zu schaufeln. Wunden werden mit Hilfe von Medikits, Pausenbroten oder Schokoriegeln geheilt. Enthält Sojalicitin E104, E222, E245, kann Spuren von Nüssen und Rosinen enthalten, zur direkten Behandlung auf der Haut bei Ausschlag oder kleineren Abschürfungen, heilt Fleischwunden und Knochen durch Rheuma und Gichtanfälle, nicht zur Wiederbelebung geeignet. Im Falle von Bronchitis, falls nicht anders verordnet, die Dosierung von 2 Regeln pro Tag nicht überschreiten. Blake Stone fühlt sich wie ein für damalige Verhältnisse sehr zeitgemäßer Shooter an. Die Steuerung ist sauber, die Grafik inzwischen eher lustig, aber das Leveldesign schon erstaunlich umfangreich und übersichtlich, was auch durch eine abrufbare Levelkarte gewährleistet wird. Blake Stone ist ein passabler Shooter, der aber gegen das kurz darauf erscheinende Doom keine Chance hatte. Auch keine Chance hatte The Hidden Below vom deutschen Studio Soft Enterprises. Es basiert auf einer Abwandlung der Doom Engine und bot für die Zeit seiner Erscheinung schon recht passable VGA-Grafik. Auch dass man im Spiel springen kann, war im Genre noch eher unüblich. Insgesamt spielt es sich aber ziemlich dröge, die Steuerung hakt stark, die Level sind unübersichtlich, Gegnerkämpfe kaum eine Herausforderung, eine Atmosphäre entwickelt sich zu keiner Zeit. Manchmal genügt es eben nicht, gute Grafik und gute Technik verbinden zu wollen. Wenn das Gesamtkonzept nicht stimmt, rücken die Äußerlichkeiten gerne in den Hintergrund. The Hidden Below blieb weit hinter Doom oder Quake zurück. Für Soft Enterprises sollte es jedenfalls der erste und letzte Ego-Shooter sein. Ein Spiel, das im Genre keine Marke setzt, und ich denke, es ist klar wieso. Auf Technik gesetzt hat man bei Outlaws garantiert nicht. Technisch war es mit seinen flachen 2D-Bitmaps schon hoffnungslos veraltet. Ein einsamer 2D-Patron in einer Welt von Polygonen. Dass es dennoch ein gutes Spiel ist, verdankt es eher dem Inhaltlichen. Die comichafte Western-Grafik erschafft ihren eigenen Stil und bringt die Wild-West-Atmosphäre sehr gut rüber. Außerdem haben sich die Macher offensichtlich schon sehr viele Gedanken über Leveldesign gemacht. Während man in anderen Spielen noch immer durch dungeonartige Labyrinthe kroch, gab es hier schöne Levels, Westernstädte, ein Zug, ein Canyon. Eingerahmt wird das ganze Spiel in eine raubeinige Handlung in bester Spaghetti-Western-Tradition. Man spielt einen Sheriff, der seine kleine Tochter retten und den Mord an seiner Frau rächen muss, dafür über Leichen geht. Neben harten Schussgefechten mit Revolver, Winchester und Schrotflinte kommen, typisch für LucasArts, auch Rätseleien nicht zu kurz. Hier und da werden Schlüssel gesucht und an dunklen Orten wird auch mal die Öllampe angemacht. Wieso das Spiel gefloppt ist?
Naja, LucasArts in allen Ehren, aber wir wissen ja, dass sie oft genug auf das falsche Pferd gesetzt haben. Insgesamt ein gutes Spiel, kam es aber leider zu einem Zeitpunkt heraus, zu dem bereits andere Spiele gefragt waren. Machen wir uns nichts vor. Ein Jahr nach Outlaws kam Half-Life heraus. Und den Qualitätsunterschied merkt man schon ganz deutlich. Qualität am Arsch! Das dachten sich vermutlich die Leute bei Xatrix, als sie Redneck Rampage machten. Dieses Spiel ist laut, dreckig, vulgär und ein riesiger Haufen Scheiße. Aber ein sehr schöner Haufen Scheiße. Basierend auf der Engine von Duke Nukem 3D spielt man den Hinterwäldler Leonard, dessen Ferkel von Aliens entführt wurde. Ziel des Spiels ist es, Armeen von Alien-Klonen zu bekämpfen und Leonards Kumpel Baba regelmäßig eins mit der Brechstange überzubraten. Wenn man mal nicht weiter weiß, trinkt man einen Schnaps oder haut sich eine Speckschwarte rein. Und offenbar motivieren Alkohol und Cholesterin zu unverhofftem Improvisationstalent. Kanonen waren gestern, hier wird mit fliegenden Sägeblättern gekämpft, hier rollen explodierende Bowlingkugel, Hühner gefüllt mit Dynamit rennen durch die Gegend. Mann, wie muss das wohl aussehen, wenn Leonard mit seinem ganzen Arsenal durch die Gegend rennt? Na, wo ist es denn? Das muss doch irgendwo hier. Nein, nein, da ist es nicht. Ja, da links. Oh, kommt das schon wieder her? Oh, ich wusste gar nicht, dass ich das noch habe. Wo ist es denn jetzt? Ich hab's doch hier irgendwo. Oder was, in der linken Tasche? Hat die es vielleicht in einer anderen Hose gelassen? Nein, das kann ich auch nicht brauchen. Redneck Rampage ist ein unkonventionelles, überraschendes Experiment, das gegen alle Konventionen verstößt. Aber ein Experiment, das sich gelohnt hat. Technisch kann es nicht viel bieten, verfügt aber über eine Vielzahl guter Ideen, ein wunderbares Leveldesign und wohl über die meisten Beleidigungen und Flüche in einem Spiel bis dato. Für sich gesehen ist nichts an dem Spiel perfekt, aber das Gesamtpaket sieht sehr, sehr gut aus. Ein sympathischer Genre-Evergreen, den ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. Okay, das war's für heute. Ich geh jetzt irgendwas Sinnvolles machen. Ha, ha. Tschüss. Bitte von Kinderhänden fernhalten, bitte nicht in die Augen reiben. Enthaltenes Karamell kann Reizungen an Schleimhäuten verursachen. Heilt Lungenentzündung, Daumenkrebs, Frühsommer, Meningoenzephalitis, AIDS, Psychosen oder Arthritis. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.